Okay, dann soll ein Loch haben. So, und jetzt siehst du diesen Pfeil, der hier nach oben geht. Und wenn du das drehen. Magst du mal oben auf Exportieren klicken? Für 3D-Druck. Und jetzt geht nämlich das Programm auf, das quasi dieses 3D-Modell nimmt, in ganz viele dünne Scheiben schneidet und dem 3D-Drucker sagt, wann er wo lang fahren muss, damit Material rauskommt. Den müsstest du da mal reinstecken. Einmal ganz nach oben, weil so diese Dinger, und wenn er da ankommt, weiß er sozusagen, er ist oben und dann hat er eine klar definierte Höhe und weiß, wie weit er nach runter fahren muss, um da unten das Druckbett zu treffen. Und so hätte man das gerne.